Plötzlich war er da, der Song, dem keiner entkam. Am 24. August 2017 veröffentlichte Taylor Swift fast drei Jahre nach dem Release ihres Hit-Albums „1989“ wieder mal einen Song. „Look What You Made Me Donnerstag“ brach in der Folge Streaming-Weltrekorde auf Spotify und YouTube. Ein, wenn alles wirklich geplant war, genial durchkonzipierter Public-Relations-Coup mit diversen Hinweisen auf verschiedenste Streitigkeiten und Gerüchte rund um den Superstar. Bildstrecken. Sie stalkt ihre Fans auf Instagram. Wer Taylor live sehen will, muss ihr Album kaufen. Und Taylor? Erklärte ihr altes Ich, das herzige, blonde, liebe Ich, das Songs über Liebeskummer und Herzschmerz trällerte, kurzerhand für tot. Als rachsüchtiger Engel mit Schlangenaffinität, dabei habe sie total Angst vor Schlangen, heißt es in Fanforen, entstieg sie im Video und tot einem Grab. Das „Look What You Made Me Donnerstag“ Video. Seither rätseln Kritiker und Fans gleichermaßen, kommt jetzt der große Racheakt. Das Tell All in Form eines genauso brillant durchkonzipierten Albums. Der Titel Reputation verheißt viel, oder eben nichts Gutes. Je nachdem, ob man eher im Team Glitzer Taylor, ja, das ist eine starke Vereinfachung, wir wissen das, oder Team Giftschlange spielt. Selbstverständlich haben sich ein paar Fans und Kenner des Swiftschen Schaffens hierzu bereits Gedanken gemacht, unsere Best-of-Verschwörungstheorien zum Album Release. 1. Taylor veröffentlicht das ganze Kanye-Tappe. Swift liegt mit Kanye West und dessen Ehefrau Kim Kardashian, im Folgenden der Einfachheit halber Kim genannt, im Clinch. Der Hintergrund: Kanye soll Taylor um Erlaubnis gefragt haben, ob er eine sexistische Linie über sie im Song Famous droppen kann. Sie habe eingewilligt, seine Version? Ihre? Nö, hab ich nicht. Kim hat darauf ein Audiotape dieser mutmaßlichen Bewilligung publiziert. Swift sagte, die sei gekürzt. Auf einer gelegten Reputation Setlist soll es einen sehr langen Song geben. Gar das Tape mit dem ganzen Gespräch? Fans. In Aufruhr. 2. Es gibt keine erklärenden Fußnoten. Auf Instagram kündigte Swift an, dass es zum Album keine Liner Notes geben werde. Das waren Zusatzerklärungen oder Hinweise, wer oder was im Song gerade besungen wurde. Zu Reputation sagt sie, es wird keine weiteren Erklärungen, nur den Ruf geben. Sagt sie alles ungefiltert schon in den Songs? Oder muss sie einfach einen Deal erfüllen? In einem amerikanischen Supermarkt gibt es das Album nämlich als Sonderedition mit zwei Heften dazu. Dann hat die Swift auch noch eine App erfunden. Endlich können alle Taymojis verwenden. Allenfalls wäre auch das ein Ort für Zusatzinfos. 3. Eine neue Taylor ist geboren. In der Schlusssequenz des Videos zu Look What You Made Me Donnerstag präsentiert sie verschiedenste Taylors aus vergangenen Epochen. Nur eine thront über allen anderen auf einem Flugzeugflügel. Ist das die neue so echt wie nie Taylor? Die Fans sind überzeugt. 4. Es gibt auch einen Unplugged-Song. Weil die Swift das mit der Public-Relations recht gut im Griff hat, hat sie einen Kurzteaser eines neuen Songs publiziert. In einer Werbung wird ein Song angeteast, dann bricht es ab mit den Worten "No here's a new song, no we're out of time" Swift sitzt da mit einer weißen Akustikgitarre. Spielt die neue Taylor denn noch Gitarre? Gibt es einen Schrummel-Song auf dem Album? Die Trackliste ist seit heute bekannt.